betrachten wir hierzu ein kleines Beispiel, und zwar einen Ausschnitt aus einem Entity Relationship Modell, kurz ERM. Wir haben hier einmal den Entitätstyp Kunde, dann den Entitätstyp Rechnung, den Entitätstyp Rechnungsposition und den Entitätstyp Mitarbeiter. Wir haben zudem ein Attribut Kundennummer, das ist Schlüsselattribut für Kunde, und wir haben Rechnungsnummer, das ist Schlüsselattribut für Rechnung. Jede Nummer hat eine eindeutige Kundennummer. Das ist der Attributtyp Kundennummer. Wegen der Unterstreichung ist es auch ein Identifikationsschlüssel. Das gleiche gilt natürlich auch für die Rechnungsnummer. Mitarbeiter, das ist dieser Entitätstyp Mitarbeiter, können hierarchisch organisiert sein. Jeder Mitarbeiter kann keinem oder einem vorgesetzten Mitarbeiter zugeordnet sein. Er selbst kann Vorgesetzter von keinem, einen oder auch mehreren Mitarbeitern sein. Das heißt, diese Beziehung ist in beide Richtungen zu lesen. Eine Rechnung enthält mindestens eine Rechnungsposition. Deswegen ist hier auch das mit einem M gekennzeichnet. Eine Rechnung ohne Rechnungsposition macht schließlich keinen Sinn. Zum anderen bezieht sich eine Rechnungsposition immer genau auf eine Rechnung. Deswegen steht hier auch eine 1. Eine Rechnungsposition hat weder zu keiner Rechnung einen Bezug noch zu mehreren Rechnungen, sondern immer nur genau zu einer Rechnung. Zwischen Kunde und Kundennummer sowie aber auch zwischen Rechnung und Rechnungsnummer wird keine Kardinalität angegeben. Hier steht also nichts dran an diesen Pfeilen oder an diesen Linien. Denn Kundennummer und Rechnungsnummer sind keine Entitätstypen oder Entitäten, sondern sind Attributstypen. Das bedeutet, jeder Kunde bzw. jede Rechnung hat immer auch eine Kundennummer bzw. eine Rechnungsnummer. Der Kunde wird zudem noch weitere Attributtypen haben, beispielsweise Kundenname, Anschrift, Bonität oder ähnliches.